Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4. Da vorne haben wir ein Raider-Versteck. Was habe ich erwartet? Und die müssen wir jetzt ausheben. Ich habe noch ein paar Kronkorkenminen. Die werden wir jetzt hier mal verteilen. Ich könnte auch versuchen reinzusneaken. Das Andrew Station. Könnte versuchen, die Geschütze zu hacken. Oh, hier ist nur das Klo! Greif an, Doc Meat. Ach, egal. Wir machen's so. Lass mich los! Halt ihn fest, Doc Meat! Ich heb's lieber auf. Jetzt komme ich da nie wieder raus. Kampfrüstung. Oh, das ist auch nicht schlecht. Können wir wieder Licht anmachen. So ein Billardtisch draußen, der schimmelt doch. Oh, wo Schimmel? Habt ihr das von dem Power Armor Helm gehört? Müssen alle refunded werden zum Bethesda, weil die alle schimmeln. Wegen so einem Stofflayout. Aber es ist nicht Thema. Okay. Geschafft. Ein bisschen Munition. Da hätte ich wahrscheinlich die Dinger dingseln können. Geschütze sollten ausschließlich von bla 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 Personal bla bla. Kommen wir sofort. Oh, es sind zwei. So, das machen wir jetzt alle, oder? Metallrüstung, das ist gut. Lederrüstung, nee. Müsste aber jetzt hier oben gewesen sein. Guck mal, hier ist sogar ein Generator. Fleißige kleine Bienchen. So, noch mal gucken. Nein, nicht hinsetzen. Oh, ich hasse diese Bänke. Aufstehen, dankeschön. Kronkorkenminen sind die besten. Entschuldigung, ist sehr spät. Wo ist denn hier? Magazin oder eine Kiste oder so. Der Stationsloot. Aber ohne ist ja noch. Ja. Andrew Station. Das können wir jetzt vergessen mit unserem Munitionsmangel. Da ist eine Polizeistation. Hier ist dieser Typ mit dieser Kreditkarte. Und da ist General Atomics.
Wir sind gleich da. Dann reisen wir nochmal. Baby, komm schon wieder, Doc Meat. Jetzt nicht. Aber hier sind diese bescheuerten Supermutanten, an denen muss ich erst vorbei. Das wird auch wieder ein Spaß. Komm, wir gehen einfach da durch. Sollte doch funktionieren. Oh, oh, ich komme von Doc Meat. Ah! Oh Gott. Vielleicht sind die meisten Supermutanten tot jetzt. Ich habe noch nie einen sitzen sehen von denen. Mit der Bombe. Das ist mein Ende. Okay, wir müssen den Umweg laufen. Nicht General Atomics sowieso auf der anderen Seite? Warte mal. Ne, das ist General Atomics. Nein, töte mich nicht! Oh Gott, ich werde getötet von dem Insekt! Oh Gott! Schieß doch! Ich kann nicht schießen, ich habe keine Munition mehr. Oh, ich bin vergiftet. Ich bin hier nur am Durchrennen. Wo es Munition hätte. Das ist ein Sarg! Das ist nicht General Atomics, warte mal. Das ist General Atomics. Ist da nicht dieses Drogenlabor oben drin? Nein, es hat seine Verstärkung. Oh nein! Oh Gott, ich gehe zurück. Ich gehe zurück ins Dorf. Ich schnell reise jetzt nach Hause. Ohne Munition kann ich hier nicht durchrennen. Mein Gott. Okay, wir hauen hier ab. Was? Wer da sein? Zeit zum Sterben! Habt ihr das gehört? Bleib der Bombenmann. Okay, okay. Ich schleiche zurück. Ich schleiche zurück. Ich wusste nicht, dass ich im Rennmodus war. Guck mal, immer das gleiche im Ladescreen. Und ich will zu Mechanist. Mit dem Level. Na toll! Komm, ich schaff die, oder? Boah, Mann, mit der blöden... Das gibt's doch nicht. Ich hab einfach nichts mehr hier. Doch, hier. Oh Gott. Tschüss, Maria. Jetzt haben wir sie gekillt. Ach, der explodiert noch mehr. Oh Gott. Rückzug! Meine Güte. Ich wusste doch, dass explodiert noch irgendwas. Kann ich schnell reißen, bitte? Oh, hier ist Maria. Beware the Manhandler. Meine Güte. Ich hätte schon vor einer halben Stunde zurückreisen sollen.
Ah, endlich. Ein Ort, in dem ich sicher bin. Vielleicht. Komm, ich geh mal kurz uns hinschmeißen. Ich glaube, in ein, zwei Stunden sollten wir wieder geheilt sein. So. Alles gut. Ah, komm her. Ey, da. Hey. Ich gerne weiter, wenn ich kann. All den Jahren. Was ist eigentlich die Quest von Dingensbums? Hey. Kann ich was für dich tun? Nein, nichts. Okay. Vielleicht nehme ich ihn mal mit, aber... Ach, guck mal, da ist Öl. Sehr gut. Vielleicht ändere ich das mal zu Dingensbums. Halt. Erstmal die Werkzeuge sortieren. Und dann... den Rest... Kombi-Schraubschlüssel. Hammer. Wie? H? Nichts. Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Und dann geht's echt besser, das hätte ich nicht gedacht. Guck mal, wir haben nur 9 Beton, das ist echt schon schade. Dünger, oh, das ist auch echt viel. Farbstoff gelb. Oh, scheiße, haben wir echt die Farbdinger... Hatte ich nicht auch in die Dingenskizze getan? Gift, Glas, Glasfaseroptik ist schon... Meine Güte. Alles ohne Nummern dahinter. Größtenteils. Oh, das war sogar noch ein Schloss, aber egal. Tun wir aber jetzt da rein. Da komme ich mal auf andere Gedanken. Oh, da wird gebaut. Ausgebaut. Ich muss jetzt gleich nochmal nach dem Farbstoff tucken, bevor ich aus diesem Modus hier rausgehe. die blaue Tischlampe. Nee, nach. Ach, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock danach zu suchen. Farbstoff brauche ich nicht. Ah. So, das ändern wir jetzt mal. Schön machst du das. Iron Mine, Lumber, Oilwell, Scrapyard. Bei Kingeth oder Basic Robotic Recyclers bei Michiko, genau. Bam! Scheiß auf Öl! Boah, hier wird's auch schon mehr. Guck mal, hier sind sie auch am Ausbauen. Jetzt bin ich hier, jetzt sind sie auf einmal überall am Ausbauen. Aber ich war auch lange nicht mehr hier. So, folgendes. Wir gucken jetzt mal kurz. Oh, ich kann das tatsächlich schon bauen. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, das geht noch gar nicht. Ich dachte, das geht erst, wenn wir zu diesem Hirn gehen. Oh yeah, baby, yo. Yo, baby, Ada. Ada wird jetzt super krass. Super duper Ada. Krasse Ada. Super krasse Ada ist jetzt da. Komm, geht hier hin, so. Super. Ach nee, braucht ja keinen Strom. So, warte mal. Trotzdem kurz was gucken. Oder Cotsworth vielleicht. Geht das ja? So, wir brauchen... eigentlich würde ich gerne einen Weapon Dissembler haben. Oh scheiße, habe ich das jetzt? Power Armor, Forge, Obit, Metal Armor, Forge, Melee Weapon, Fist Faction, Component Extractor, Combat Armor, Auto Butcher, Armor Forge.
ist nicht mehr da, weil ich bestimmte Sachen entfernt habe. Scrappers. Ammo Recycler. Armor Dissembler. Weapon Dissembler. Scraps, Weapons, Explosives. Dafür brauchen wir Wiederverwerter 2. Aha, Wiederverwerter, so. Was brauchen wir denn für... Ammunition Plant. Haben wir Waffenfreak 1. Ammunition Plant. Bam. Ja, ich weiß, was die Baumaschine macht. Oh, noch ein Computer. Energie low, aber egal, machen wir gleich. Ja, wo war das denn? Nicht bei Licht, sondern bei... Schaltern, oder? Nein. Strom. Ach. Nee, lass mal. Okay, jetzt gucken wir mal. 38er, es muss ja wohl herstellbar sein. Das ist das billigste von allem. Zwei Stahl, ein Dünger. Acht. Das ist so peinlich, oder? Scheiße. Dünger. Stahl. Können wir direkt einiges reintun. Ich muss Dünger kaufen gehen unbedingt. Naja, ein bisschen kommt dann raus. Komm, funktioniere. Tu mir das nicht an. Aha. Oh, da kommt einiges raus. Woo! Ja, funktioniert nicht richtig. Ist okay, wenn alles rauskommt. So, Ada. Cotsworth geht tatsächlich. Oh, Cotsworth. Wie wär's, Cotsworth? Machen wir die aus dem Killer-Roboter. Geil. Komm, wir nehmen Cotsworth mit. Oh mein Cotsworth. Ich weiß nicht. Bleiben wir bei Mr. Handy Torso? Ich glaube, wir können da nicht viel machen. Protektron linke Arm. Oh. Schubdüse. Der Flammenwerfer. Laser. Scherenhand. Laser. Sägenhand, Scherenhand, Sägehand ist doch okay. Flammenwerfer, Laser. Ich meine, so viel ist das gar nicht, Kotzi. Wir können uns hier auch so einen Kampfbot machen, Kotzwerf. Wie wäre das denn eigentlich? Also wir machen hier so Torso. Aggressotron. Dafür müssten wir aber eigentlich die... Aber ich weiß nicht, Cotsworth, es tut mir irgendwie leid, wenn du kein fliegender Roboter mehr bist, dann... Aber es wäre trotzdem ziemlich cool. Oder Ada! Komm, wir machen erstmal Ada. Für die Dingensbummens Quest Torso. So, gucken wir mal, Ada. Gehärtete. Bam. Torso. Dogmeat. Clownhand. So, was machen wir denn dahin? Dönerspieß. Linker.
Automatiklasern. Kryostrahl ist eigentlich ziemlich cool. Kryostrahl hat ziemlich was auf dem Kasten. Dann machen wir hier den Automatiklaser. Der hat aber da so einen Wachbordarm. Können wir nicht Protektorarm? Da, sieht ein bisschen besser aus. Sieht zu krass aus, oder? Ey, da, was geben wir denn? Rot, eine coole rote Farbe, ne? So, ey, da, jetzt hast du einen Automatiklaser. Ne, warte, ist das denn Automatiklaser? Ja, Automatiklaser und Dingensbummens. Gibt auch noch den Aggressor-Kopf, der dann Dingens macht. Also, Kryostrahl ist super. Da haben wir so ein bisschen was für Nahkampf. Dann machen wir das erstmal so. Vielleicht machen wir aus dem Kopf 12 diesen riesen Wachbot. Was war das für ein Geräusch, das gehört? Oh, ach ja, hier ist ein Händler. Super. So, da haben wir ein Scrapyard. Das ist ein Scrapyard. Das ist ein Scrapyard. Guck mal, ist nicht sehr viel Munition, aber immerhin. So, ey, das ist ein bisschen ausgerüstet. Damit können wir es anfangen. Weil ich finde diesen Protektoren-Look eigentlich ziemlich cool. Das Ding ist für Dünger. Ich kann doch auch irgendwas herstellen. Was war das denn nochmal? Die macht aber nur Kleber. So, jetzt haben wir ja eigentlich ein paar wichtige Sachen gemacht. Dann gehen wir jetzt mal auf Wiederverwerter, würde ich sagen. Oder wir gehen auf, ich muss auch eigentlich Munition holen gehen. Eigentlich würde ich gerne hier Ausdauer, Wahrnehmung und Stärke machen. Wie wäre es noch weiter mit Automatikwaffen-Damage? Das fände ich nämlich nicht schlecht. So, müssen wir noch ein paar Sachen hier lassen. Ich glaube, ich will meinen Scharfschützengewehr hier lassen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber... Das bleibt hier Scharfschützi. Wovon habe ich eigentlich am meisten Munition da? 45. Ich brauche irgendwas mit 45er. Ja, ich will jetzt keinen Revolver haben. Ich kann eine Maschinenpistole nehmen. Ich könnte aber auch das Ding von Dingensbummens kaufen. Was ist mit dem Kampfgewehr? Da, das hat 45er. Kampfgewehr! Das beste Gewehr im ganzen Südviertel. Ja? Aber das war ein Vollauto, ne? Panzerbrechender Dingensbummens oder. Unterlegener Schaden. Ne, wir machen Automatikverschluss. Bam. Bayonett nehmen wir nicht. General? Ich hab schon alles, was ich brauche. Nee, ist nicht Scharfschützi, hä? Ratatatata. Ratata. Ratata. Hallo, so. Sir. Maschinenpistole. Guten Tag. Ich gehe jetzt wieder. Blub.
Und dann kommt die auf. Soll ich erstmal die Pistole hier lassen? Ja, ich glaube schon, ne? Oder das Lasergewehr. Das Lasergewehr erstmal hier. Oh, ich hab viel Scheiße hier bei. Laser Pew Pew, so. Da. Oh yeah! Jetzt nicht super toll, aber damit haben wir wenigstens ein bisschen Peng Peng nochmal. Sehr schön. Gut! Hervorragend! Leute, ich muss hier aufhören. Jetzt habe ich aber echt ewig getrödelt. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Versuch Nummer 2 zu General Atomics zu kommen. Aber theoretisch können wir auch jetzt einfach hier aufhören und sagen, wir gehen jetzt nicht zu General Atomics. Weil wir können ja eh noch schon modifizieren. Und machen mal als nächstes. Ich guck jetzt mal gleich. Die Folge wird nur länger. Also bis zur nächsten Folge Fallout 4. Haut rein, Leute.